Und ein herzliches Willkommen zurück zu einem weiteren Teil von nicht The Last of Us, sondern von God of War auf God of War. Mit mir von der Gamblers als Hobby. Und ich sehe gerade, es hat nicht alles gespeichert. Müssen wir wohl doch noch alles einsammeln wieder wahrscheinlich. Hier war glaube ich nichts. Ne, die Maske blieb eingesammelt. Da muss ich jetzt nur noch gucken, ob hier auch irgendwie die Truhe eingesammelt blieb. Ja, okay. Na gut, dann können wir doch wieder weiter. Jetzt geht es hier hin. Schön, dich getroffen zu haben, Brock. Ich überlege mir einen Namen für dein Tier. Ich glaube, ich werde sie Undankbares Blatt nennen. Hey, Undankbares Blatt! Komm her! Gefällt mir! Okay. Machen wir mal das Tor auf. Hey, passt da drin gut auf euch auf! Dort könnte ich ganz leicht draufgehen. Ich denke, das können wir in jeder Welt. So, hier können wir das Tor wieder aufmachen. Also ich habe übrigens die Einstellung gefunden, dass man das Spiel etwas heller schalten konnte. Das habe ich jetzt natürlich gemacht für euch, damit es vielleicht nicht ganz so dunkel ist. Du hast mich alleine kämpfen lassen. Stimmt. Menschen sind eine Sache. Gegen alles andere kämpfst du, bis ich Halt sage oder wir tot sind. Verstanden? Leiste deinen Teil oder wir gehen heim. Verstanden. Das ist gut. So, ich muss trotzdem immer wieder rumgucken, weil wie gesagt, alles... Ich habe das Spiel bis jetzt nur einmal gespielt. Hier lang. Manchmal haben die Dinger Hacksilber dabei. Okay. So, hier gibt's wieder ein bisschen was zu kämpfen. Das weiß ich. Sieht ja einladend aus. Weiß ich nur nicht, wie kriege ich das Tor-Ding da wieder zurück? Damit ich da rein kann. Achso, nee, kann man auch mal einmal komplett reinhauen. Okay, sehr gut. Dann konnte ich doch noch das hier öffnen. Können wir alles gebrauchen. So, kämpfen ist hier glaube ich noch nicht. So, hier haben wir zweimal Leben. Und ich glaube, das war's dann sogar. Aua! Komm her! Ups. Ah, gerade wollte ich weggehen. Okay. Eieiei. Okay. Fängt ja schon mal klasse an.
mit. Es fängt immer mit dem Tod an in so solchen Spielen bei mir, auf schwierigster Schwierigkeitsstufe. Unfassbar. So, die Nordentruhe ist geblieben. Sehr schön. Na gut, das kann man ja mal lassen. So, kämpfen wir mit den Fäusten. Warte da. Pass auf. Aua. Du entwickelst dich nicht. Weißt du, er steht da mit denen zu beiden allein. Du stirbst! Okay. Geht doch. Oh, noch einer. Au. Immer diese Stachel. Bestiarium aktualisiert und Hacksilber haben wir gefunden. Eine schwere Trauge. Nach einem Hieb muss er sich kurz erholen. Wenn wir ausweichen, können wir einen Konterangriff starten. Seine Angriffe sind so mächtig, dass man sie nur schwer blocken kann. Vater sollte ihm wohl einfach ausweichen. Okay. Schwere Angriffe hat er noch nicht gemacht gehabt, sonst wäre es roter Kreis gewesen, kein gelber. Konnten ja zu blocken. So, Leben haben wir eigentlich voll. Okay. Hier haben wir auch nur Leben rumliegen. Tja, okay. Was haben wir hier? Gesichter der Magie. Noch eine Maske. Sehr schön. Ich werde das vielleicht nicht mehr alles vorlesen, aber ich werde zumindest die ganzen Videos lassen. Wusste nicht, ob wir da heil rauskommen. Glaub mir, ich lasse uns nicht sterben. So. Siegel finden. Ach so, ja klar, natürlich. Oh.
So, 2 von 3. Wo ist die, das letzte Siegel? Habe ich das unten übersehen? Nee, ne? Oh, das ist hier hinten. Da ist es. Okay, sehr schön. Einmal reinhauen. Klingt fast wie so ein Mittagessen. Einmal reinhauen. So, da öffnen wir noch diese wunderbare Truhe. Jetzt sind wir, glaube ich, ein Stückchen weiter auf jeden Fall. Was haben wir? Ein Horn mit Blutmet. 1 von 3. Okay. Ja, wir sind ja noch relativ am Anfang. Da kann es noch nicht so viel geben. Okay, das haben wir voll. Hier lang. Oh. Okay. Wow. So nah bin ich dem Berg noch nie gekommen. Ich sehe den Berg gar nicht. Er ist so groß. Wenn Mutter das sehen könnte. Vielleicht habe ich die Helligkeit zu hell eingestellt. Komm, Junge. Na gut, YouTube verdunkelt das Ganze sowieso wieder, dann sieht man vielleicht den Berg. Hoffe ich zumindest für euch. Ansonsten, ja gut, da sieht man den Berg nicht. Ist jetzt auch nicht so wild. Da ist der Berg. Da sehe ich ihn ganz leicht. Was hat das hier eigentlich auf sich? Nichts, ne? So, hier haben wir noch eine Maske. Aha, noch mehr davon. Gut. Die müssen wir uns jetzt nicht angucken. Sieh dir das an. Was ist das? Ein Rätsel. Sieh mal, die Seite ist mit Runen beschriftet. Was steht da? Oh, niemals werde ich allein. Wie wir zwei, wir drei gemeinsam sein. Ein Rätsel. Vielleicht ist hier irgendwo ein Hinweis. Ich weiß auch wo, aber ich guck erstmal. Der Hinweis ist da oben auf jeden Fall. Da haben wir noch was. Ich glaube, die Ringe müssen sich drehen. So, da glaubt der kleine Junge sogar richtig. Junge. Immer wieder cool. Sie drehen sich. Komm wieder runter. So. Wie war das? Ja, doch, fast, oder? Okay, das war nix. Hat sich noch nicht viel getan. Der Teil ist richtig. Na wunderbar. Ich sehe Runen. Junge, was bedeuten die Runen? Oh, da steht Familie. Das ist kein Hinweis. Das ist die Antwort. Kann ich allein niemals sein. Stimmt's? Schreibe die Runen mit deinem Messer in den Sand. Wirklich? Kinslow. Es ist was passiert. Oha. Das sehe ich jetzt erst. Die Köpfe bewegen sich sogar runter. Hat geklappt. War mir vorher nie aufgefallen.
Ich bin froh, dass wir Brock getroffen haben, aber noch froher, dass wir von hier verschwinden. Das liegt jetzt hinter uns. Ah, hier war der Rabe, glaube ich. Oh. Was sind das für Symbole? Hat das etwas auf sich? Noch ein Gesicht der Magie? Ich dachte eigentlich, hier wäre so ein... Ich dachte, hier wäre so ein Rabe des Odins. Na gut, die müssen wir jetzt auch nicht unbedingt sammeln. Ich will einfach nur... Mein Ziel ist es, God of War auf God of War zu schaffen. Und natürlich mit den Sahnehäubchen gegen die Valkyrienkönigin. Wenn ich das geschafft habe, dann bin ich so mega zufrieden mit mir selbst. Ah, hier ist er irgendwo. Ich sehe ihn nicht. So Mist. Dadurch, dass ich es so hell eingestellt habe. Einen Moment. Also wenn ich den schon sehe, dann will ich den natürlich auch haben, ist ja klar. Wo war das? Grafik war das. Bildschirmkalibrierung. Wir können es ja auf 70 mal lassen. Ist immer noch 20 mehr als normal. Da sitzt er. Selbst jetzt sehe ich ihn noch. Ups, zu hoch. Selbst jetzt sehe ich ihn nur ganz schwach. Unfassbar. Ja, und hier wird es wieder dunkel. Und das ist natürlich das Problem. Wie gesagt, das YouTube, wenn man die Videos hochlädt, extrem verdunkelt. Deswegen sollte man lieber auf der... Zumindest vom Spiel aus her, auf der hellsten Helligkeit spielen. Damit man dann auf YouTube etwas sieht und erkennt. Video. Junge. Diese Spuren. Ein Keiler? Nicht sicher. Ich finde ihn. Los. Ein Krieger darf keine Fähigkeit vernachlässigen. Was? Ach so, ja klar, natürlich. Oh je, mal gucken, ob ich den noch schaffe. Wie war das denn nochmal? Ah. Okay. Da muss ich jetzt erstmal reinkommen, aber ich glaube, das war natürlich so, dass ich natürlich eigentlich die ganze Zeit an seinem Bein stehen bleiben kann und ihn dadurch attackieren kann. Weil so schwierig ist er eigentlich an sich nicht. Falsche Richtung. Ah, das war nicht das Schild. Uiuiui. Oh je. Oh je. So, das war Schild. Ja,
Ah, der macht das zweimal, okay. Ja, hier kommen diese Mistkerle noch dazwischen. Das ist blöd. Okay, wenn ich mich nur auf ihn konzentrieren kann, dann läuft's auf jeden Fall. Oh, da hat er sich mitgedreht, während ich weggerollt bin. Na, super. Das kriegen wir noch. Der ist nicht schwer. Was war das denn? Das kannte ich gar nicht. Oh, voll erwischt. Ja. Oh. Mann! Boah, das darf da wohl nicht wahr sein. Das darf ich nicht kommen sehen. Ah, da bringt das Schild hier eben auch nichts. Oh, warum? Ich drücke immer die verkehrten Knöpfe. Boah, Mann! Wie viel... War gerade am Wegrollen. Ah, oh, dieser scheiß Feinkampf, Mann. Gibt's nicht. Das kann echt nicht wahr sein, ey. Da werde ich einmal getroffen, da werde ich direkt hintereinander getroffen und bin direkt tot. Mann, ich wollte gerade nichts aktivieren. Ich wollte nicht verdeckt wollen. Mann, immer doppelt, ey. Ach komm, das gibt's doch nicht. Oh, da zuckt mein ganzer Körper weg. Ich hab gerade Schild gedrückt, was soll denn das? Mach mal das hier. So, das glaube ich jetzt nur noch er, ne?
Scheiße, stimmt, das kommt ja auch noch. Oh Mann. Shit. Boah, warum hat er mich da getroffen? Noch er, oder?
Okay, diesmal habe ich ihn. Oh ja! Geht doch! Endlich! Jawoll! Ja, aber wirklich. So, Weichers Wachtreibstahl. Hacksilber. Bisschen Leben. Und ein Rune. Gewalt des Amboss. Schwerer Runeangriff. Ein verheerender Flächenangriff, der alle Gegner im Wirkungsbereich einfriert. Im Menü anzeigen. Frost ganz viel, Schaden 2, okay. Hammer ausgerüstet. L1 und R2 gedrückt halten. Ach ja, ist das okay. Meine Güte, diesmal haben wir unsere Rage gar nicht gebraucht. So, hier liegt jetzt ehrlich gesagt noch echt viel rum. So, mal gucken, ob ich das hinkriege. Nee, war nicht getroffen. Jawohl, ja. Hier. Was steht da? Die Runen stehen für die drei Normen. Normen? Die Mäuren. Die Mäuren. Sie bringen nichts Gutes. Gut. So, was haben wir hier drin? Ein Apfel. Sehr schön. Sie haben 3 von 3. Ja, geil. Endlich haben wir ein bisschen mehr Leben, ey. Wird aber echt mal Zeit. Zwar nicht viel, aber immerhin etwas. Da kann man nicht lang, ne? Nö. Hol mir mal die Kette runter, Junge. Oh, ich wusste doch, dass wir es schaffen, aber es braucht halt alles seine Zeit. So, es gibt Junge. Erfahrungspunkte. Hm, interessant. Sollte ich mir aufschreiben. Ach, erstmal einen leckeren Tee trinken, ey. Wissen hinzugefügt. Gebet an Odin. Hat mal plus 25 Erfahrungspunkte. Es gibt ja alles kaum etwas, ey. So, sonst haben wir hier nichts mehr, ne? Okay, Junge, komm runter. Jetzt wird erstmal alles begutachtet. So, da oben kamen wir her. Hier ist nichts, ne? Nein. So, hier konnte man hoch. Guck, da haben wir eine Truhe. Als her damit. Gibt nur Hacksilber, gibt keine Erfahrungspunkte. Okay.
So, da geht's nicht hoch. Hier haben wir aber auch nichts. So, da nach rechts müssen wir, glaube ich. Also gehen wir erstmal hier hin. Er hat noch was liegen gelassen für uns. Was sieh mal an, hier hätte ich noch zwei Lebenssteine gehabt. Junge, ich kann dein Tier da vorne hören. Ein Keiler, ich wusste. Scheiße, hier sind wir doch schon richtig. Da müssen wir doch erst hier lang. So, wenn wir hier das Areal eigentlich komplett abgesucht haben, dann werde ich hier erstmal Aufnahme Stopp machen. Also zumindest für diesen Teil. Und das war... Ja, okay, hier war es das. Alles klar, das war es dann für heute mit God of War auf God of War. Und wir haben es endlich wieder geschafft. Hier sind wir noch ein Stückchen weitergekommen und endlich haben wir mehr Leben. Das ist sehr, sehr viel wert, glaube ich, hier. Danke fürs Einschalten. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Vergesst keinen Daumen hoch und ein Abo. Und wenn ihr meint, ich mache meine Arbeit gut, könnt ihr mich auch unterstützen. Unten in der Videobeschreibung findet ihr den Link, um mich zu unterstützen. Da könnt ihr spenden, was ihr wollt. Es können von, was weiß ich, 1 Cent bis hoch von 50.000 Euro, 500.000 sein, was weiß da nicht. Also steht euch alles offen. Und ich würde mich natürlich über jede Kleinigkeit freuen, auf jeden Fall. Und ja, dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Hier spätestens zurück bei God of War auf God of War mit mir von Nerd Gamblers als Hobby. Und ansonsten hoffe ich aber auch, dass ihr auch noch bei meinen anderen Let's Plays vorbeischaut. Und dann sehen wir uns spätestens dort wieder. Bis dahin auf jeden Fall viel Spaß bei mir auf YouTube und auf YouTube generell. Bis dann und tschüss.